Okay, Leute, nachdem es nun eine Folge gab zwischendurch, in der ich das andere Mikro wieder hatte, würde ich sagen, dass wir mit diesem Setup nun weitermachen, was wir vorher hatten. Und in der letzten Folge habe ich im Prinzip alles dazu gesagt. Da könnt ihr nochmal reinschauen, falls es euch interessiert. Da ging es halt um diese ganze Geschichte, was euch besser gefällt. Vielleicht könnt ihr ein Feedback da lassen, je nachdem, auch in dieser Folge gerne, wie es sich entsprechend anhört, ob das gut ist oder die andere Variante. Besser, genau, und viel mehr will ich dazu heute nicht sagen. Vor allem habe ich übel das Déjà-vu, wenn ich gleichzeitig genau wie beim letzten Mal da oben rumlaufe. Dann lieber mal die Stelle wechseln. Wir machen an ein paar anderen Orten weiter. Zu tun gibt es insgesamt ja eigentlich genug. Ich wollte zum Beispiel meine Kaktusfarm bauen und da wäre es doch eine Idee, dass wir uns eine Stelle suchen, an der die ganz gut platziert ist. Jetzt muss man natürlich überlegen, hier zum Beispiel ist kaum Platz. Da können wir das mehr oder weniger vergessen. Wir müssen schon in den Berg hier reingehen. Hier haben wir schon den Flur gebaut, das heißt, da ist eigentlich alles verplant. Möglich wäre es vielleicht auf der Seite noch, aber da muss man aufpassen, dass da ja nicht so viel Platz ist. Warte, ich guck mal im Game Mode 3, da sieht man es besser. Falls ihr das nicht so gut im Kopf habt, ich weiß aber schon länger, dass das ein Problem wird. Und na gut, da unten, das habe ich auch nicht so genau gewusst. Das wird wohl ebenso ein bisschen schwierig, aber hier zum Beispiel auf der Höhe hätten wir schon wesentlich mehr Platz. Da können wir einiges ausnutzen, auch wenn wir diese Höhle zubauen müssen in dem Fall. Obwohl das auch ein Vorteil sein kann, weil wir dann nicht so viel ausheben müssen. Aber erstmal würde ich eh auf der Ebene anfangen, das ist klar. Und naja, komm, dann sagen wir einfach hier hinten, graben wir uns rein. Die Frage ist nur, ob wir dann nach unten gehen oder wie das Ganze generell aufgebaut ist. Ich will auch damit nicht kollidieren. Vielleicht ist es dann sogar ganz gut, wenn wir auf dieser Höhe das machen. Am Ende des Ganges gewissermaßen, dann lohnt er sich auch ein bisschen mehr. Denn wenn man den eh nur bis hier vorne hin zum Beispiel nutzen würde, hätten wir den Rest nicht unbedingt bauen müssen. Außer natürlich als Zugang zu der Höhle, wie ich schon mal gesagt habe, das ist klar. Aber ja, so gefällt mir das an sich. Das war hier das Einplan. Ich würde erstmal jetzt ganz normal reingraben, ohne groß nachzudenken. Weißt du, man muss einfach anfangen manchmal, sonst wird das nie was, wenn man immer nur sich hier irgendwelche Gedanken macht und Zweifel hegt, ob das was werden kann. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad ist es notwendig, denn man will ja auch nicht vorschnell irgendwas machen und hinterher es bereuen. Aber manchmal schiebt man diese Dinge einfach zu lange vor sich her und das kann ich dann auch nicht mehr gut heißen. Deswegen machen wir das jetzt nebenbei und allzu schwer sollte es eigentlich nicht gehen. Ich meine, wir können ja das nach unten und oben beliebig am Ende erweitern, wobei es nach unten, soweit ich weiß, schwieriger ist, weil wir natürlich einen Auffangmechanismus jetzt schon einbauen würden. Okay, und Alter, ich dachte schon, hier ist ein Spieler gerade online, der irgendwie nicht sichtbar ist, aber es ist nur so ein Skelett, ey, da kriegst du auch einen Schrecken. Jedenfalls hier könnten wir das sehr gut verstecken noch, wenn wir das die ganze Zeit hochziehen. Da müssen wir nicht mal um die äußere Form und das Aussehen oder das Stadtbild Gedanken machen. Das löst sich alles von alleine. Die Frage ist jetzt nur, wie groß muss das noch sein und wozu brauche ich eigentlich eine Kaktusfarm? Da wollte ich doch irgendwas mitmachen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder verwechsle ich das gerade schon wieder mit Holzklotz 3? Da brauche ich eh alle möglichen Farbstoffe und muss mich wahrscheinlich früher oder später um das ganze Zeug kümmern ebenso. Naja, ich kann erstmal Sand holen und dann setzen wir später die Blöcke hin oder jetzt gleich auch, damit wir schon mal eine gewisse Grundform haben. Aber wie groß sollte der Abstand sein von dem ersten Block, wo ein Kaktus wächst, zu hier? Ich würde mal vorschlagen, ein bisschen größer. Wir können das ja auch modular erweitern, also einfach eine Blockreihe hinten dran, wie wir wollen, beliebig. Deswegen müssen wir es fürs Erste nicht so groß machen in die Breite und Länge, sondern erstmal nach oben vielleicht bauen, aber naja, ich sehe das gleich. Vielleicht orientiere ich mich auch etwas an dem, was Rietze gebaut hat in der letzten Staffel. Das ist ja im Prinzip eine gute Vorlage. Und die Ebene ist, denke ich mal, ganz gut zum Auffangen. Oder soll ich einen nach oben setzen, damit dieses Auffangbecken unten nicht so weit in der Tiefe ist? Wäre eigentlich auch eine Idee, aber warte mal, warum sind denn jetzt die Blöcke da unten immer noch drin? Ich konnte die nicht aufsammeln, hä? Normalerweise werden die doch immer nach oben geschleudert direkt. Oder
oder ist das bereits ein neuer Bug, den ich jetzt entdeckt habe? Naja, wir brauchen vorerst ein paar neue Fackeln, würde ich vorschlagen. Die mache ich nebenbei und übrigens ist heute mein erster Studientag wieder. Deswegen muss ich ein bisschen auf die Zeit nebenbei erneut achten. Genauso wie beim letzten Mal, da hatte ich ja auch nicht allzu viel. Oder war das sogar in einer anderen Folge noch? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich einige Male hier so schnell wie möglich versucht habe, fertig zu werden und so viel wie möglich durchzureden, damit ich eben nicht so lange in der Rohaufnahme unterwegs bin. Heute wäre das dann auch wieder so. Ich möchte ja nicht hier zu sehr auf Risiko gehen. Ich muss nämlich gleich los. Es ist noch am Morgen und ich habe mich halt dazu entschieden, ein bisschen früher aufzustehen. Ich habe heute sogar schon ein ganzes Video geschnitten von Topf Attack 3 mit Rize. Also da bin ich ja eh froh, dass ich das irgendwie noch nebenbei geschafft habe, mal eben, weil die Folgen normalerweise immer länger dauern. Aber naja, ich bin auch schon extra früh aufgestanden. Ich muss nämlich sagen, wenn manchmal so ein erster Tag ist, gerade nach langen Semesterferien, die ich nun mal wieder hatte, da ist man dann doch umso aufgeregter, vor allem, weil wir ja auch so wenig wissen. Ich meine, heute muss ich da erstmal alle möglichen Informationen sammeln. Ich hatte keine Chance, vorher schon mal die wichtigsten Eckpunkte einzusehen. Normalerweise haben wir auch dann schon einen Moodle-Kurs, wo wir ein bisschen was an Informationen kriegen, aber das ist diesmal überhaupt nicht der Fall. Keine Ahnung, warum da technische Probleme bestehen schon wieder und dieser Kurs nicht erreichbar ist. Wir konnten uns nicht einschreiben und habe auch keine E-Mail bekommen. Also ich weiß im Prinzip überhaupt nichts, außer den Raum, wo ich dann Unterricht habe, und alles andere muss ich komplett auf mich zukommen lassen. Es wäre eben schön, wenn man vorher schon mal wüsste, okay, das und jenes ist wichtig in dem Semester, darauf muss man achten, und dass man Gewissheit hat, okay, Gruppengröße oder was weiß ich, darauf kommt es ja auch an bei den Projekten, die ja zentral sind in dem Semester. Da haben wir einiges zu tun, denn es werden 3 Module kombiniert zu einem Riesenprojekt, und das habe ich ja auch schon öfter erklärt, was ich bereits dazu weiß. Ich hoffe mal, dass ich dann nicht allzu enttäuscht werde. Ich kann mir vorstellen, dass ich einiges erfahren werde, was mir nicht gefällt, weil wir das machen müssen und jenes noch, und dann ist das vielleicht blöd geregelt. Genauso wie der Projektinhalt, da muss ja auch einigermaßen stimmen, dass man sich zumindest vorstellen kann, da mehr Zeit reinzustecken, denn wenn du überhaupt keinen Bock hast, dann kannst du auch keine Motivation entwickeln. Wie soll das funktionieren? Das sind eben so Faktoren. Wenn die alle ungewiss sind, machst du dir schon so deine Gedanken im Voraus, aber ich wirke dem entgegen, indem ich einfach extrem früh aufstehe, dann schon was geschafft habe am Tag, sei es nur aufnehmen und schneiden, denn dann habe ich das Gefühl, dass ich wenigstens irgendwie schon produktiv gewesen bin, denn wenn du sonst so im Unterricht sitzt, vor allem nach langer Zeit, dann denkst du dir schon, naja, könntest du nicht was Besseres machen gerade, weil du dich so dran gewöhnt hast, vor allem wenn sich das direkt wieder so lange zieht, wie es heute der Fall sein wird. Also keine Ahnung, wie ich mich nachher fühle, ich hoffe mal nicht allzu schlecht, denn da muss man sich echt erstmal erneut dran gewöhnen, so lange zuzuhören und da bereit zu sein, jederzeit irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Ich meine, du musst ja ständig den Modus wechseln. Einmal hast du so mäßig Vorlesung und dann Übung, dann musst du selber was machen. Und es reicht eben nicht, dass du einfach nur zuhörst, und gerade dieses Hin- und Herwechseln, wenn das unangekündigt ist, man sich also vorher nicht darauf einstellen kann, das ist besonders anstrengend. Ne? Wenn du andere Unterrichtsfächer hast, da hast du einen Block Vorlesung klar geregelt, danach dann die Übungen zu dem entsprechenden Stoff, und das ist halt so schön getrennt, da weißt du, was auf dich zukommt ungefähr. Zwischendurch hast du eine Pause, weißt du, da ist das so auch noch von der Seite her abgetrennt, und in dem Fall jetzt ist einfach alles gefühlt gemischt, auch wenn es natürlich dann irgendwo doch noch eine Trennung gibt, klar, aber trotzdem ist es halt nicht so eindeutig geregelt, und es wäre schon schöner, wenn es so wäre, denn in anderen Fächern funktioniert es ja auch, deswegen verstehe ich immer nicht, warum es dann in manchen so überhaupt nicht hinhaut, wo es eigentlich am angenehmsten wäre. Apropos angenehm, eigentlich wäre es auch mal schön, wenn wir eine Online-Vorlesung haben, das weiß ich aber noch nicht, kann tatsächlich heute passieren sogar. Ich habe ja keine E-Mail bekommen, weil ich vorher noch nicht in dem Mastersemester eingeschrieben war. Ich habe mich ja nachträglich jetzt hier angemeldet
zum Wintersemester, was eigentlich nicht der Immatrikulationszeitpunkt ist. Aber ich will ja auch nicht ein halbes Jahr irgendwie in der Luft hängen, deswegen musste ich das so machen. Nur das Problem ist, dass ich nun nicht automatisch in dem E-Mail-Verteiler bin, weshalb ich leider keine Informationen kriege, wenn nicht mal dieser Moodle-Kurs erreichbar ist, obwohl da oftmals sowas auch nicht geschrieben wird. Also du brauchst wirklich nur in dem E-Mail-Verteiler sein, dann ist das alles geregelt. Ist halt blöd, dass es jetzt nicht so ist. Ich habe auch meinen Dozenten die Semesterferien über nicht erreicht. Ich hatte noch ein paar andere Fragen an ihn und leider bekam ich keine Antwort. Sonst hätte ich das sicherlich im Laufe der Ferien schon mal erfragen können. Aber naja, es ist eben jetzt so. Allerdings würde ich an der Stelle sagen, dass ich alle weiteren Fazits ziehen werde, wenn ich das Ganze hinter mir habe, zumindest ein paar Eindrücke, und dann kann ich genauere Details nennen in den Folgen hier auch gerne. Bis dahin würde ich mich verabschieden, also danke fürs Zusehen. Immerhin haben wir nebenbei ein bisschen was geschafft, war ja jetzt nicht allzu anstrengend, und mal sehen, wie wir es zur Seite noch machen, da können wir gerne ebenfalls ergänzen, wie vorhin schon angedeutet. Und ja, in dem Sinne bin ich raus, danke fürs Zusehen und tschüss.